Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Michi ist noch nicht. Ja, dann mach nochmal von vorne. Nein, es ist jetzt einfach zu spät. Ja, wir sind endlich wieder auf dem Weg in den Bikepark. Wir kamen aus Österreich zurück und jetzt hatten wir viel zu lange Pause. Und es geht nach Willingen. Der Tom hat da übrigens auch Community Ride Treffen gerade so. Und der Marc ist auch da. Ich freue mich mega, den zu sehen. Den habe ich übelst lange nicht gesehen. Und der Start war ziemlich holperig, denn mein Auspuff vom Auto ist abgefallen. Egal. Wir fahren auf jeden Fall jetzt in den Bikepark nach Willingen und ich habe richtig Bock. Ich hoffe, es ist wenig los und wir haben noch ein paar gute Stunden im Bikepark. Ein bisschen abschalten, Zeit genießen und wir nehmen euch natürlich wieder mit. Also bis gleich in Willingen. Machst du jetzt ein Intro von meinem Intro? Ja, ich fahre Willingen zu meinem Mini-Community-Ride. Nicht so nah. Du machst auch immer so nah bei Nein. mir. Nein, ich zoome ran. Ungefähr so. Ja, Leute, wir sind auf jeden Fall in Willingen angekommen. Es läuft alles schief, was schief laufen kann heute. Das heißt, der Tag im Bikepark kann nur noch super werden. Ja. Wasser haben wir übrigens auch vergessen. Die Michi dachte, ich sag ja noch so im Lidl, hey, lass noch eine Flasche Wasser mitnehmen. Aber die Michi sagte, nee, wir haben noch einen im Rucksack. Ich so, ja, okay, wenn das so ist, guckt in den Rucksack, nichts drin. Ja, wie auch sonst. Ja. Ja, wir gehen jetzt gleich ein Ticket kaufen und dann gehen wir erstmal radeln. Aber ich bin froh, dass wir nach Willingen gefahren sind. Hier ist schön leer, ne? Ja. So ein bisschen mehr Österreich. Ja, weil es halt auch die Wege so ähnlich sind. Ich muss nur bei den Tables ein bisschen aufpassen, die kicken. Letztes Jahr zumindest. Warte, dann fahr ich vor. Und du fährst hinter Daniel. Zu verkaufen, Schild hat er dran. Ja, sorry, jetzt müssen wir mal. Meinst du, die sind langsam? Okay,
ganz anders ohne Bäume. Das ist komisch, ey. Das ist irgendwie... echt viel schneller sein. Boah, ist auch anders. Haben wir echt einiges neu gemacht dran. Ich weiß nie, welche Line. Ja, weil so viel Grünzeug da ist. Ja. Das ist ganz komisch. Und die Bäume sind alle weg. Jo, Mann. Krass. Okay. Alternativ-Ray von Marc. Baumstumpfsprung, wohin, Alter? Hier fehlt ein Anlieger irgendwie. Ja, das letzte Stück Freeride hier, ey. Table, Junge. Also ich muss feststellen, nach Österreich waren mir jetzt die Flow-Dinger hier in Willingen schon fast irgendwie ein bisschen zu langweilig, weil da einfach nicht ja, so viel passiert und alles glatt geshaped ist. Und das erste Mal konnte ich so ein bisschen den Begriff Murmelbahn verstehen, was so mancher unter den Videos mal schreibt. Deswegen sind wir auf die Enduro-Line gestartet und ich muss sagen, das hat mir echt wirklich Spaß gemacht, diese Line hier zu fahren. Ist auch irgendwie was ganz, ganz anderes jetzt, nachdem man in Österreich so viele Wurzeln Steinfelder gefahren ist. Alter, Scheiße! Ich krieg hier nicht angefahren! Kann doch nicht wahr sein! Ah. Na komm, aber um Klassen besser. Abgesehen von der Enduro-Line gibt es da natürlich noch die World Cup Downhill-Line, die auch mega Bock macht, aber die man sich auf jeden Fall nochmal anständig erarbeiten muss, bevor man da irgendwie blind drüber fährt. Und da wir mit dem Community Ride unterwegs waren, haben wir das alles echt ganz entspannt angehen lassen.
Alter, ich kenn nichts hier. Ach, du bist halt. Doch so langsam hat man gemerkt, dass die Kräfte irgendwie schwinden, denn irgendwie lief langsam alles nur noch rückwärts. Ich habe ständig irgendwie die Lines verkackt, habe die falschen Ausfahrten an den Trails genommen und der Marc hatte tatsächlich dann auch noch einen Platten, sodass sein Tag noch einen Ticken früher vorbei gewesen ist als die anderen. Nachdem ich dann auch hier auf der Downhill-Line irgendwie die falsche Line erwischt hatte, dachte ich mir, hey, wir fahren jetzt noch ein paar ganz entspannte Abfahrten, einfach nur so zum Spaß, ohne viel Action. So Leute, wir sind auf dem Rückweg aus Willingen. Es war ein mega cooler Tag, hat richtig gut getan und mich den Stress vom Auto vergessen lassen. Und das war wieder so ein richtig gutes Beispiel dafür, wie gut man abschalten kann auf dem Fahrrad. Hat mich mega gefreut, den Tom und den Marc wiederzusehen und auch die anderen alle mal wiederzusehen. Oder ja, manche wiedergesehen aus Saalbach und andere das erste Mal kennengelernt. War eine richtig coole Truppe heute. Ich bin übel stolz auf die Michi, weil die Enduro und die Downhill mitgefahren ist und auch echt nicht verkehrt und ordentlich. Ja, ich selber von meiner Fahrleistung war okay heute. Ich habe ein paar Sachen richtig verkackt heute, aber egal. Mir ging es heute wirklich mehr einfach um Spaß und nicht um irgendwelche neuen Features zu fahren und neue Challenges anzunehmen oder so. Sondern einfach um so ein bisschen abschalten, weil die letzte Arbeitswoche nach dem Saalbach-Urlaub war echt Horror und jetzt bin ich echt ja, mega happy. Es war einfach mega schön, mega cooler Tag. Leider weiß ich nicht, ob wir morgen Fahrrad fahren gehen können, weil ich mich erst ums Auto kümmern muss. Aber gucken wir mal. Das verschieben wir erstmal auf morgen, genießen jetzt den restlichen Abend noch entspannt. Ich hoffe, euch geht's auch gut, ihr habt eine gute Zeit auf dem Fahrrad und lasst gerne ein Abo da. Jede Woche mindestens 2 neue Videos. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.